Es ist die letzte Probe im Hause der Kruzianer vor dem größten Open-Air-Auftritt des Jahres. 108 Knaben vom Dresdner Kreuzchor werden heute Abend vor 25.000 Besuchern singen. Noch vor 2 Jahren war es ein Versuch, tausende Dresdner ins Dynamo-Stadion zu locken. Und schon im letzten Jahr stand fest, das ist der Beginn von etwas ganz Großem. Das wird Tradition, das wird das alljährliche Einläuten der Weihnachtszeit in Dresden. Es ist schon so, dass wenn dort dann, weiß ich nicht, 20, 25.000, je nachdem wie viel da sind, zusammen singen, das ist wunderbar und das kann man wirklich nicht beschreiben, weil das ist einfach eine einmalige Erfahrung. Es gibt immer mal wieder so Momente, zum Beispiel bei Sind die Lichter angezündet, wenn dann alle ihre Smartphones rausholen und dann ist da so ein Lichter mehr vor allem, was ja eigentlich nur wir sehen. Das ist halt dann eigentlich so, finde ich, so eine Art Geschenk vom Publikum an uns. Doch es ist nicht nur das Gänsehautfeeling, das Kruzianer und Dresdner gleichermaßen überwältigt. Für die Jungs geht auch ein großer Wunsch in Erfüllung. Wir haben auch sehr viele Dynamo-Fans bei uns und die fühlen sich dann natürlich sehr heimisch. Und wenn es dann am Wochenende normalerweise zum Spiel geht und dann steht man dort im K-Block und singt einfach dort, da geht vielen von uns das Herz auf. Und jedes Jahr aufs Neue sind auch neue Kruzianer dabei. Mit der 4. Klasse beginnen sie fest im Chor zu singen und sind vor diesem Riesenkonzert auch riesig aufgeregt. Naja, wahrscheinlich werde ich davor im Alumnat oder zu Hause, je nachdem, wo ich da bin, mich noch mal ins Bett legen und mich beruhigen. Und während ich dann dahin fahre, werde ich mich auch noch mal beruhigen. Und dann versuche ich, dass es dann so bleibt, wenn ich auftrete. Die Idee hinter dem Stadionkonzert auch. Die Kruzianer wollen nicht nur das niedliche, sakrale Maskottchen aus Sachsen sein, sondern sich immer mehr auch einem breiten Publikum öffnen, das sonst nicht den Weg in die Kirchenkonzerte findet. Doch Dynamo Dresden und Kreuzchor, passt das zusammen? Die Mannschaft von Dynamo Dresden ist ein Teil der Infrastruktur der ganzen Stadt, genauso wie wir ein Teil der gesamten Stadt sind, der Infrastruktur. Und hier begegnen wir uns und wir haben Schnittmengen von Leuten, die eben einerseits sich von den Fußballspielen begeistern lassen und andererseits von der Musik begeistern lassen. Ja, das ist mir doch nur recht. Ich finde das herrlich. Und herrlich wird es heute Abend, wenn die glockenhellen Stimmen der Kruzianer mal wieder in Dresden Weihnachten einläuten.